Wer kann in der Ampel am besten rechnen, Herr Dürr? Was würden Sie sagen? Also, wer ist Ihr Mann? Wer rechnet? Ja, also ich merke, ich war in Mathe so okay. Aber Sie saßen im Haushaltsausschuss. Ich habe am Ende Wirtschaftswissenschaften studiert und dann wurde es ein bisschen besser, weil ich da auch gefordert wurde im Studium. Also Mathe ist wichtig, kann ich im Nachhinein sagen. Ansonsten muss ich gestehen, Christian Lindner ist ein ziemlich schneller Rechner. Ja? Ja, schneller als ich im Rechnen. Auch im Kopf rechnen. Aber die ganze Ampel hat sich ja katastrophal verrechnet, auch in einem metaphorischen Sinn, möchte ich mal sagen. Dann sollten wir jetzt konkret werden, Herr Lanz, oder? Wir sollten konkret werden. Wie konnte das passieren? Also. Das ist die konkrete Frage. Oder anders gefragt, was zum Teufel haben Sie sich dabei gedacht? Ja. Im Nachhinein, ich will das sehr offen einräumen, Nachhinein ärgere ich mich und im Nachhinein muss man sagen, es war ein Fehler, eine Buchungspraxis fortzusetzen, die Länder und Bund angefangen hatten, von der wir gesagt haben, okay, das ist Teil des Kompromisses dieser Koalition. Mhm. Und gleichzeitig sehen Sie ja an der Betroffenheit jetzt auch die Länderhaushalte, Schleswig-Holstein, NRW und andere, die große Herausforderungen jetzt haben. Wichtig ist, glaube ich, eins, dass man unterscheidet zwischen dem, was da falsch gelaufen ist bei der Buchungspraxis, nämlich die Möglichkeit, Kredite, die genehmigt waren, in andere Haushaltsjahre zu übertragen und dann... Die Trickserei. Das ist leider eine Praxis, die wir von der GroKo seinerzeit erbten und es ärgert mich ja nachher, dass wir diesen Punkt übernommen haben. Der Punkt ist, Herr Lanz, mit allen anderen Dingen aus Zeiten der GroKo, und Sie zitierten mich ja eingangs hier auch, was mich damals geärgert hat, das war ja die Oppositionszeit der FDP, als ich das im Haushaltsausschuss sah, als da Milliarden für alles Mögliche ausgegeben wurden. Aber Sie sind, doch immer noch die Opposition. Genau. Sind Sie immer noch? Ich will ganz kurz wenn ich Ihnen zuhöre, wenn ich ganz kurz den Satz zu Ende führen darf, lieber Herr Lanz. Wir erklären das gleich, wer die Opposition gerade ist. Da hat mich tierisch geärgert, dass da Milliarden ausgegeben worden sind mit der Begründung, die mit Corona seinerzeit nichts zu tun hatte. So etwas haben wir nie gemacht in dieser Bundesregierung, zum Glück. Die Buchungspraxis war ein Fehler. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Glücklicherweise, und das ist neben der Buchungspraxis wahrscheinlich für die Menschen in Deutschland das Entscheidende, die Schuldenquote, also die Verschuldung des Bundes, geht zurück. Wir haben knapp 70% Staatsschulden geerbt, als wir angetreten sind, und werden im kommenden Jahr bei unter 65% sein. Das heißt, weniger Schulden, zum Glück in der Realität, aber die Buchungspraxis war ein Fehler. Dann schon mal, um die entscheidenden Eckdaten zu klären. Es wird die Schuldenbremse eingehalten mit Ihnen in der Regierung, mit der FDP? Das ist safe, ja? Das machen die Schuldenbremse natürlich. Und wird nicht aufgeweicht, passiert gar nichts. Ich höre ja die Stimmen von vielen CDU-Ministerpräsidenten beispielsweise, die sehr deutlich sagen, also mittlerweile sind es, glaube ich, fast alle. Ich sage immer, außer Markus Söder, wobei der in 2022 und 2021 auch die Schuldenbremse mal aufweichen wollte. Das hielte ich für einen katastrophalen Fehler. Die Schuldenbremse ist ein Erfolgsmodell. Und ich sage, sie ist sowas wie eine Lebensversicherung, auch für die Steuerzahler. Und gerade in schwierigen Zeiten kündigt seine Lebensversicherung nicht. Die Schuldenbremse wird nicht aufgekündigt? Nein. Und Steuerhöhungen gibt es auch keine? Also Deutschland ist ein Höchststeuerland. Und neue Steuern zu erfinden und Steuern zu erhöhen, wäre das absolut falsche Signal. Nein. Okay, und Ihnen fehlen jetzt 17 Milliarden? Für den kommenden Haushalt sind es 17 Milliarden Euro, über die jetzt gerade gesprochen wird innerhalb der Koalition. Und jetzt kurz, um die Dimension deutlich zu machen, 17 Milliarden ist unfassbar viel Geld. Ja. Der Bundeshaushalt hat ein Volumen von etwa 450 Milliarden. Also fast eine halbe Billion. Genau, und der Gesamtstaat, also wenn man noch Länder und Kommunen dazu zieht, die Länder sollen ja auch Geld für Bildung ausgeben, wie wir vorhin festgestellt haben, kommen wir auf fast 1 Billion Euro insgesamt. Und da sind 17 Milliarden möglich. Wir haben nämlich in den letzten 2 Jahren auch schon konsolidiert. Deswegen ist die genannte Schuldenquote in Deutschland glücklicherweise zurückgegangen. Insofern muss es auch diesmal gelingen. Frau Herrmann, Sie sagen, alles Mist, so geht das nicht. Wir müssen endlich mal richtig, der Kanzler würde sagen, ins Doing kommen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vorne. Also, erstmal bei den 17 Milliarden, die eingespart werden müssen. Das ist nicht so einfach, wie Herr Dürr tut, weil die meisten Ausgaben im Haushalt sind ja festgezurrt. Also mir ist eigentlich ein Rätsel, wo Sie diese 17 Milliarden rausschneiden wollen. Das können Sie ja vielleicht nachher noch mal erläutern. Das klären wir jetzt direkt. Oder? Ja, soll ich ihn jetzt fragen? Also ich weiß nicht, wo die herkommen sollen. So, und also was aber noch viel schlimmer ist, ist tatsächlich diese Idee, dass die Schuldenbremse an und für sich eine gute Idee ist. Denn damit
verspielt Deutschland seine Zukunft. Denn man muss sich klar machen, dass man Investitionen nur finanzieren kann, wenn man Schulden macht. Ohne Schulden gibt es keine Investitionen und ohne Investitionen gibt es keine Zukunft. Dann ist doch klar, das, was ich jetzt ausgebe, um jetzt zu investieren, das ist dann praktisch der Ertrag von morgen. Und wir haben ganz große Probleme, die wir dringend angehen müssen, also beispielsweise eben den Klimaschutz. Und wenn man dann einfach sagt, Geld gibt es nicht, dann ist es für mich ganz schlimm zu sehen, dass ein reiches Land wie Deutschland nicht in der Lage ist, politisch zu gestalten, weil man nun ausgerechnet an die Schuldenbremse glaubt. Für Sie ist das sozusagen so eine Ideologie. Ja, natürlich. Schuldentaliban nennen Sie die. Ja, genau. Also ich muss zugeben, dass ich ein gewisses Mitleid mit Christian Lindner habe, weil das ist aus Ihrem Mund ist das eine große Sache. Ja, das ist. Aber es ist so, weil er eben in seiner Fraktion und auch in der Partei hat er sehr viele Leute, die mit aller Kraft ihres Herzens an die Schuldenbremse glauben. Das ist für die sozusagen der neue Jesus. Und es gibt ja auch eine Basisinitiative, die sagt, raus aus der Ampel, weil man das Gefühl hat, dass man diese Schuldenbremse schon zu stark aufgeweicht hat. Aber das ändert nichts daran, dass man in die Zukunft nur investieren kann, wenn man Schulden macht. Also diese Idee, Schulden sind böse. Die ist einfach grundfalsch. Warum sind Schulden nicht böse, ganz kurz noch, Frau Herrmann? Würde ich gerne noch mal verstehen. Also die Leute haben ja immer das Gefühl. Sie haben ja so eine Schuldenquote von, 66%? Ja, 66%. Die USA sind bei 120%. Sind die USA zusammengebrochen? Nein. Aber manchmal kurz davor. Nein. Das sind rein politische Spielchen der Republikaner. Die USA selber wachsen viel stärker als Deutschland. Frankreich, Japan, Großbritannien, alle Länder haben sehr viel höhere Schulden als Deutschland. Kein Land ist zusammengebrochen. Und das Land, das am stärksten an der Schuldenbremse oder an der Idee hängt, bloß keine Schulden machen, nämlich Deutschland, ist jetzt sozusagen das Schlusslicht in ganz Europa, wächst nicht, schrumpft, während alle anderen Länder wachsen, weil sie nämlich nicht diese Idee haben, man darf auf gar keinen Fall Geld ausgeben. Und vielleicht jetzt noch mal diese Frage, warum muss man Schulden machen, um zu investieren? Die Idee bei der FDP ist ja, ich kann nur investieren, indem ich vorher spare, also irgendwo kürze und dann erstmal also so ein bisschen wie ein, wie soll man sagen, wie ein Eichhörnchen, nicht? Also erstmal werden die Nüsse zusammengesammelt und dann werden sie wieder ausgegeben. So, aber das Problem ist, wenn ich jetzt erstmal kürze, dann fehlt ja Nachfrage in der Wirtschaft. Das heißt, vorsätzlich produziert man eine Krise und dann investiert aber niemand mehr, weil man ja in der Krise ist. Das heißt, wenn man friktionslos oder problemlos wachsen will und investieren will, dann muss man das über die Schulden machen. Und vielleicht ein Argument, das jetzt doch Friedrich Merz und auch Christian Lindner überzeugen könnte. Wenn man sich fragt, wie kann das sein, dass Angela Merkel 16 Jahre Kanzlerin war, dann liegt es daran, dass sie nie gespart hat. So schlau war Angela Merkel nämlich. So, und da würde ich jetzt mal hoffen, dass die Ampel, die ja auch das Ziel hat, 16 Jahre zu regieren, sich mal ein Beispiel an Angela Merkel nimmt. Ja. Also, das ist ein Grund, warum die Regierungspolitik geändert haben. Noch mal ganz kurz, um es zu erklären. Sie sind von der FDP. Ja. Aber so viel Leidenschaft für Kapitalismus, entfesselten Kapitalismus, habe ich selten gehört. Von Frau Herrmann jetzt? Ja. Nein, FDP. Frau Herrmann hätte recht. Frau Herrmann hätte recht, wenn wir eine zentrale Verwaltungswirtschaft hätten, also Planwirtschaft, dann würde das absolut Sinn ergeben. Die USA sind keine Planwirtschaft. Ich komme gleich zu den Vereinigten Staaten, Frau Herrmann. Glücklicherweise sind wir das nicht. Und jetzt will ich eins feststellen. Ja, der Staat muss investieren, zum Beispiel in seine Infrastrukturen. Die gute Nachricht ist, wir tun das. Die Investitionsquote, also der Anteil am Haushalt, wo wir echt investieren, in die Infrastruktur beispielsweise, in die Autobahn und so weiter und so fort, da geht die Investitionsquote, seitdem Christian Lindner Finanzminister ist, nach oben. Also der Anteil der Investitionen am Bundeshaushalt ist nach oben gegangen. Wie hoch ist denn der? Die Investitionsquote zurzeit, jetzt erwischen Sie mich auf dem kalten Fuß. Ich habe sie gerade nicht. Ich kann ganz viele Zahlen, aber die habe ich jetzt spontan nicht parat. Und dann hätte ich noch eine Frage. Sind denn die Nettoinvestitionen positiv? Also es bringt ja nichts, wenn man investiert. Spannend, dass Sie das sagen, weil genau auf den Punkt möchte ich jetzt gerade hinaus.
9 von 10 Euros in Deutschland werden von der Privatwirtschaft investiert. Und ich glaube, dass all das, was Sie meinen ja Investitionen in neue Technologien beispielsweise, neue Anlagen und so weiter, die man dann wiederum abschreibt, das ist ja die Idee dahinter, das macht die Privatwirtschaft. Das macht auch der Staat. Und der Staat investiert klugerweise in seine Infrastruktur, damit auf dieser Infrastruktur eine gute Marktwirtschaft entstehen kann. Also, das Wichtigste ist, und da muss man jetzt den Blick ein bisschen weiternehmen, weil Sie die USA als Beispiel genommen haben. Die deutsche Staatsverschuldung mit zurzeit 66% glücklicherweise fallen. Wie viel Geld ist das ungefähr? Wir haben ungefähr 1 Billion um den Dreh. Schulden? Ja. Das ist aber nicht die ganze Nachricht. Jetzt wird es ein bisschen schlechter. Wir haben das Problem, dass wir einerseits die direkte Staatsverschuldung haben. Das sind die vorhin genannten 66% vom Bruttoinlandsprodukt. Und auf der anderen Seite haben wir eine indirekte Staatsverschuldung. Das ist die versteckte Staatsverschuldung in den sozialen Sicherungssystemen, die wir haben. Und wenn wir die mit dazu rechnen würden, Frau Herrmann, dann liegen wir bei einer Schuldenquote, je nach Rechenbeispiel, es gibt unterschiedliche, das gebe ich zu, liegen wir bei einer Schuldenquote von eher 160-170%. Und dieser Blick, und da müsste man es jetzt mit den USA vergleichen, ist ein besonderer auf Deutschland, weil die Vereinigten Staaten gerade in ihren Sicherungssystemen haben, das heißt Ansprüche zukünftiger Generationen, dass diese Dinge meistens in den USA kapitalgedeckt und bereits finanziert sind. Und das ist in Deutschland anders. Deswegen warne ich davor, sich nur auf die direkte Staatsverschuldung zu konzentrieren, sondern wir müssen, glaube ich, auf die Verpflichtungen, die sozusagen noch kommen. Pensionen, die haben wir bis heute schon im Bundeshaushalt. Ja. Der Bundeshaushalt hat einen vollkommen nachvollziehbaren und auch gesetzlich richtigen Zuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung von 117 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Der Hintergrund ist, dass die Rentenversicherung nicht ausreichend Beiträge hat, um die berechtigten Ansprüche der Generation zu bedienen, die das Land groß gemacht haben. Und diese demografische Situation, die muss man im Hinterkopf haben, wenn man auch über die Schuldenbremse diskutiert. Und nochmal, dass der Staat der zentrale Investor ist und damit die Wirtschaft nach vorne bringt, das funktioniert in einer Marktwirtschaft nicht. Denn die privaten Unternehmen sind immer besser in der Lage, sehr zielgerichtet zu investieren. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage. Es geht doch um die Zukunft dieses Landes. Wir investieren aber vor allen Dingen, wenn man so will, in die Vergangenheit. Wir investieren irrsinnig viel Geld in Rente beispielsweise. Das ist nicht unbedingt in die Zukunft gerichtet. Ja. Deswegen noch mal die Frage. Wenn wir, das ist mit Abstand der größte Posten, Arbeit und Soziales in diesem Bundeshaushalt, 120 Milliarden, glaube ich, gehen nur in die Rente. 117 im kommenden Jahr. Ungefähr 50% ist der Anteil Arbeit und Soziales. Gehen in die Rente. Nochmal die Frage, wie viel ist echtes Investment? Was investieren wir wirklich in Infrastruktur, in Eisenbahn, in Brücken, in Digitalisierung, in all die Dinge, die wichtig sind? Wie viel in Summe? Also die Summe, sehen Sie es mir nachher, Lanz, ich habe die genaue Summe, wir sind jetzt auch gerade bei dem Bundeshaushalt 24 neu zu beraten, ungefähr, wie Sie wissen. Ich kann es Ihnen aus dem Kopf jetzt leider nicht sagen. Die exakte Summe habe ich jetzt, sehen Sie es mir bitte nach. Ungefähr. So ehrlich muss man sein, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ungefähr. Ich habe es doch jetzt schon gesagt, oder? Also, ich will es nur mal verstehen, wenn Sie sich doch mit der Zukunft beschäftigen. Ich will da gerade darauf hinaus, Herr Lanz. Das Problem ist, bei diesen Investitionen des Staates haben wir die Situation, dass anders als private Wirtschaftsobjekte, die investieren eine Summe und dann schreiben sie über verschiedene Wirtschaftsjahre ab, haben wir bei den Investitionen des Staates ja solche Investitionen, die sich klassischerweise nicht abschreiben lassen, weil sie gar keinen Return on Investment bringen. Mhm. Also eine Autobahn beispielsweise. Ja. Natürlich haben wir gewisse Mauteinnahmen, aber das ist nicht der zentrale Punkt. Das ist ein Gesamtbeitrag, um die Wirtschaft funktionieren zu lassen. Und deswegen ist es ein bisschen schwer, die Frage so zu stellen, wie Frau Herrmann sie gerade beantwortet hat. Denn das unterstellt, dass der Staat sozusagen der zentrale Planer ist und quasi anstatt der Wirtschaftssubjekte das Geld ausgibt. Das macht relativ wenig Sinn. Darf ich noch mal ganz kurz dazu was sagen? Also erstens zum Thema Rente. Ich habe das extra vorher nachgeguckt. Frau Herrmann hat ihren Spickzettel dabei. Ja, genau. Das ist natürlich klug. Das hilft. Hilft immer. Also ich habe das extra vorher nachgeguckt. Die Durchschnittsrente in Deutschland ist netto 1.384 Euro im Monat. Ich würde mal sagen, da kann man nicht sparen, weil 1.384... Das war auch nicht mein Ansatz, Frau Herrmann. Also wollen wir mal klären. Aber die Frage ist, auf der Jagd nach 17 Milliarden, wo kommen wir her? Die rechtlichen Ansprüche der Rentnerinnen und Rentner.
Ja, genau. Also aber wie immer die staatlichen Zuschüsse sind, man kann bei der Rente nicht sparen, weil die Rente schon sehr niedrig ist. Und man muss einfach sehen, dass es sehr viele versicherungsfremde Leistungen in der Rente gibt, die mit den Angestellten und ihren Rentenansprüchen nichts zu tun haben. Ich sage nur als ein Beispiel die Mütterrente. So, das nächste ist, dass das, was Herr Dürr eben erzählt hat, nämlich dass Deutschland nur 1 Billion Schulden hat, nicht stimmt. Kann man leicht rechnen. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland liegt bei ungefähr 4 Billionen Euro. Das ist die Wirtschaftsleistung. Ja. Davon 66% sind natürlich viel mehr als 1 Billion. Und dann finde ich, würde ich jetzt noch mal gerne auf die Sachen kommen, um die es konkret geht. Also, weil das ja so ein bisschen gewabert hat, was ist hier eigentlich jetzt eine Inflation und worum geht es in der Zukunft? Also die 60 Milliarden, die jetzt fehlen durch das Verfassungsgerichtsurteil, sind ja unter anderem die Sanierung für die Bahn. Das sind die Chipfabriken in Magdeburg und Dresden. Intel und TSMC aus Taiwan. Also da, das ist eine strategische Idee von Gesamteuropa zu sagen, wir wollen nicht mehr von China und Taiwan abhängig sein. Und dann geht es natürlich um solche Sachen wie Klimaschutz in der Industrie. Mhm. Wenn man grünen Stahl, grüne Chemie haben will, dann ist das eben sehr viel teurer als fossile Chemie. Und diese Differenz müssen die Firmen erstattet bekommen, sonst können sie da nicht investieren. Das heißt, es geht alles, es geht um sehr zentrale Zukunftsprojekte. Und es gäbe überhaupt gar kein Problem, zu sagen, das ist eigentlich sinnvoll, dafür Geld auszugeben. Und das ist ja interessant, dass inzwischen eben auch schon sehr viele CDUler das erkannt haben und dass es hier um die Zukunft von Deutschland geht. Okay. Also ich muss mich jetzt korrigieren, es sind 1,4 Billionen, etwa 1,45, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Haben Sie recht? Sorry. Nee, muss immer noch mehr sein, sonst sind das nicht 66%. Ne? Dass ich die Zahl jetzt vorhin nicht exakt... Dieser Studie 2.0 erlebe ich hier gerade. Ja, find ich ja gut. Genau. Find ich gut. Aber Frau Herrmann, dann rechnen Sie es doch gerade aus. Ja, also es müssten noch ungefähr 2,5 Billionen sein, oder? Ich meine 2,4, sorry. Ist egal, dafür muss ich mich auch entschuldigen, dass ich die Zahl jetzt nicht parat hatte. Also bitte, Sie sind im Haushaltsausschuss, Sie haben viel zu tun. Ich bin nicht im Haushaltsausschuss. Sie waren im Haushaltsausschuss. Und die Zahl hätte ich mea culpa, alles in Ordnung. Mich unumwunden ein, die hätte ich parat. Nur ganz kurz, Herr Dürr, eine kurze Frage, weil wir gleich zu Christopher Clark kommen. Wir sind auf der Jagd nach 17 Milliarden. Ne? 60 Milliarden sind es insgesamt, aber pro Jahr ungefähr, es geht ja um 4 Jahre. Das zeigt aber, dass die Dimension nicht so riesig ist. Aber es geht um 17 Milliarden, genau. Und jetzt folgender Vorschlag. Also wir haben auch mal gerechnet, sehr findige Kollegen, die sagten, und ich frage mich, ob Sie mitgehen würden. Abschaffung Dieselprivileg. Mit Ihnen zu machen, würde 8 Milliarden bringen. Herr Lanz, ich werde jetzt nicht den Markt der Möglichkeiten ausrufen. Sondern das ist aber schade. Dass es journalistisches Interesse gibt, aber das muss, finde ich, innerhalb der Koalition besprochen werden. Ich werde jetzt nicht einzelne Posten sagen, ja oder nein, sondern wir reden gerade wirklich sehr ernsthaft darüber. Aber ist das etwas, was Sie ausschließen? Ich bin jetzt nicht an dem Punkt, wo ich hier Dinge ausschließe oder zusage, dass sie kommen oder nicht kommen, Herr Lanz, sondern ich schließe es nicht aus. Das finde ich schon gut. Nein. Damit bin ich schon zufrieden. Herr Lanz, ich bin heute bescheiden. Das sind Sie immer. Das schätze ich auch sehr an Ihnen. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich werde jetzt nicht über einzelne Posten reden, wo man sagt, das machen wir, das machen wir nicht. Darüber reden wir in der Koalition. Dann mache ich das für Sie. Ja. Wir hätten noch die Entfernungspauschale zum Beispiel. Also wenn man die nur Entfernungs- oder Pendlerpauschale haben wir ja gerade richtigerweise erhöht, weil auch die Kosten für die Arbeitnehmer höher sind. Aber wenn man sagen würde, die bezahlen wir sozusagen nur noch den unteren 30% der Einkommensbezieher, also Leute, die es wirklich brauchen und nicht gießkannenmäßig sozusagen an alle, würde 4 Milliarden bringen. Wären Sie dabei? Ich überlege gerade, ob die Rechnung, wir sind jetzt ja richtigerweise mathematisch korrekt. Sehr. Ulrike Herrmann wacht. Ja, ich merke das und ärgere mich bei mich selbst gerade ein bisschen, dass ich das vorher nicht parat hatte. Also Sie können bitte wirklich, Sie haben so viel Zeug im Kopf, Sie müssen nicht jedes Zahl... Aber das ärgert einen dann schon, wenn man eine Zahl nicht parat hat, die man eigentlich hätte haben müssen. Also, dass sich ein FDPler hier so selber geißelt in der Sendung, das habe ich lange nicht erlebt. Es gibt auch immer Grund zur Selbstkritik. Viele Zahlen habe ich übrigens im Kopf. Mochte ich übrigens, dass Christian Lindner gesagt hat, dieser Haushalt, dieser Verfassungsbruch da, der ist peinlich. Das fand ich gut, dass er das einfach mal so sagt. So, Abschaffung, Dienstwagenprivileg.
ich kann Ihnen dazu gerne etwas sagen. Das sogenannte Dienstwagenprivileg, wenn man es in Anführungszeichen abschaffen würde, also die Dienstwagenbesteuerung hieße ja, dass dann jeder, der einen Dienstwagen benutzt, weil er beispielsweise viel Außendienst hat, dass er dann einzeln abrechnen würde, auch mit dem Finanzamt dann möglicherweise. Und wir hätten also Tausende, Hunderttausende von Fahrtenbüchern, die wir führen müssten. Ob das eine kluge Idee ist, das sind ja keine Geschenke an die Steuerzahler, sondern es ist eine Vereinfachung einer Abrechnungsmethode. Ich glaube, das ist auch anders. Es geht nicht darum, das Dienstwagenprivileg abzuschaffen, sondern das Problem ist, dass der Steuersatz zu niedrig ist. Und man müsste damit es angemessen besteuert wird, müsste man den Steuersatz verdoppeln. Und dadurch kämen dann die 5 Milliarden zustande. Ach, verstehe. Das wäre die Idee. Mhm. 5 Milliarden, okay. Und Umweltministerium, glaube ich, schöner Vorschlag. Sie erhöhen die Mehrwertsteuer, aber nur für tierische Lebensmittel. Pflanzen gehen weiterhin so durch. Salat, Paprika. Also mein Eindruck ist, dass das deutsche Mehrwertsteuersystem nicht an Unterkomplexität leidet. Deswegen wäre mein Vorschlag, jetzt ist nicht noch komplizierter zu machen. Okay, also würden Sie nicht machen? Nein. Ich habe ja gerade gesagt, ich öffne nicht den Markt der Möglichkeiten. Aber, den Vorschlag hatte ich bisher auch so konkret. Nein. Das macht keinen Sinn. Sind Sie auch manchmal überrascht, ne? wie kreativ Ihre Kollegen auch sind. Alles gut, ich höre täglich kreative Dinge. Ich kann es mir vorstellen. Und Bürgergeld kürzen, schließen Sie aus zum Schluss? Also, ich habe ja gesagt, wir müssen uns überlegen, wie die Berechnungsmethode ist. Denn wir haben jetzt eine aktuelle Studie in den kommenden Tagen wohl, ist jetzt auch, wie ich las, öffentlich geworden, über die Frage des Lohnabstandsgebots. Also lohnt es sich zu arbeiten? Und das ist zentral. Okay. Mir geht es beim Bürgergeld vor allen Dingen um die sogenannten Hinzuverdienstgrenzen. Das heißt, wenn jemand sich aus dem Bürgergeld herausarbeitet, dass er von dem, was er oder sie verdient, mehr hat in Zukunft. Da haben wir schon Dinge besser gemacht, von Hartz IV zu Bürgergeld. Aber ich glaube, da können wir noch besser werden und schauen uns diese Ergebnisse genau an. Also man muss ganz klar sehen, dass man am Bürgergeld gar nichts machen kann, weil die Auszahlung läuft schon für das Jahr 2024. Also da kann man gar nicht mehr kürzen. Und außerdem ist, wenn man sagt Lohnabstandsgebot, dann ist ja mal die Frage, wo ist eigentlich das Problem? Ist das Bürgergeld zu hoch oder aber ist es, und das wäre meine These, der Mindestlohn nicht viel zu niedrig? Also der Mindestlohn wurde eingeführt oder 2022 auf 12 Euro festgesetzt und seitdem wurde er nur um 41 Cent erhöht. Das sind 3%. Obwohl inzwischen die Inflation bei 13% lag. Das heißt, man muss einfach sagen, es ist ein absoluter Skandal, wie niedrig der Mindestlohn ist. Und selbst die CDA, also der Arbeitnehmerflügel der CDU, sagt ja, der Mindestlohn muss 14 Euro betragen. Und wenn man den Mindestlohn hochsetzen würde, dann hätte man auch gar kein Problem mit dem Lohnabstand. Okay. Also ich will zur Vervollständigung des Bildes von Frau Herrmann ganz kurz nur sagen, also wir haben jedenfalls im Vergleich auch zu den Durchschnittseinkommen in Europa einen relativ hohen Mindestlohn bereits heute. Erstens und zweitens entwickelt Land. Sich ja gerade nicht anhand der Inflation, sondern anhand der Lohnentwicklung, was auch Sinn macht, weil er ja ein Lohn ist, der Mindestlohn. Und deswegen halte ich es für unklug, da wieder in die Lohnfindung einzugreifen. Das macht eine Kommission richtigerweise und die ist unabhängig.